Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video geht es über Call of Duty Mobile und Call of Duty Mobile ist ein Handygame, was sich momentan noch in der geschlossenen Beta für die Android-Geräte befindet. Es ist auch komplett kostenlos, wenn es dann letztendlich rauskommt. Und Call of Duty Mobile wurde bereits im März 2019 angekündigt. Ist aber nicht das erste Call of Duty Spiel fürs Handy, aber es scheint bisher das beste zu sein. In Australien soll das Call of Duty Game in Kürze veröffentlicht werden. Eine weltweite Veröffentlichung wird in den kommenden Monaten erwartet. Im Play Store kann man sich momentan vorregistrieren, damit man eventuell zum Early Access Programm für das Spiel eingeladen wird. Das habe ich persönlich auch schon gemacht. Ich wurde aber bis jetzt noch nicht eingeladen. Wenn ich eingeladen werde, werde ich auch ein Video dazu machen mit richtigem Gameplay im Hintergrund. Ich habe bereits Gameplay gesehen von amerikanischen YouTubern. Das sah meiner Meinung nach echt richtig geil aus. Kommen wir nun zu den ganzen Inhalten in Call of Duty Mobile und zwar als erstes zu den Multiplayer-Maps und zu den Modi. In Call of Duty Mobile geht es darum, die zwei größten Call of Duty-Serien zusammenzubringen. Das ist einmal die Modern Warfare und die Black Ops-Serie. Man kann bisher in der geschlossenen Beta folgende Maps spielen und zwar, das ist einmal Nuketown aus BO1, Hijacked aus BO2, Standoff aus BO2, Crash aus MW1, Crossfire aus MW1 und Killhouse aus MW1. Folgende Modi können wir im Ranglistenmodus spielen. Im Ranglistenmodus bekommt man EP und Belohnungen, wenn man das spielt. Man kann auch ins Private Game gehen und da die ganzen Maps spielen und auch folgende Modi. Und zwar ist das einmal frei für alle mit 8 Spielern, dann haben wir Frontline mit 10 Spielern, dann haben wir TDM mit 10 Spielern, Stellung mit 10 Spielern und Herrschaft mit 10 Spielern. Das sind die Modi, die wir jetzt in der geschlossenen Beta spielen können. Kommen wir nun zu den Scorestreaks in Call of Duty Mobile. Und zwar können wir die Scorestreaks durch EP im Spiel freischalten. Man hat einmal ein Aufklärungsauto, man hat eine Drohne, man hat eine Hunter-Killer-Drohne, eine Vorratslieferung, Konterdrohne, Raketenangriff, auf Englisch heißt es Missile Strike. Dann haben wir Geschütz, Sam-Turret und Stealth-Shopper und VTOL. Was genau VTOL ist, weiß ich nicht genau. Kommen wir nun zu den Waffensystemen und das Loadout-System in Call of Duty Mobile. Und zwar funktioniert dieses System ähnlich wie in IW, bei dem jede Waffe über eine steigernde Seltenheitsstufe verfügt. Das heißt, man hat irgendwie eine normale Basisvariante einer Waffe, dann hat man eine seltene Waffenvariante, eine legendäre und eine epische und so weiter und so fort. Diese verbesserten Varianten können durch Ranglistenspiele, COD-Punkte, Credits, durch Battle Pass Stufen oder durch den täglichen Login Bonus freigeschaltet werden. Die Basisvariante jeder Waffe kann durch natürliches Aufsteigen einfach freigeschaltet werden und man kann bis zu 3 Aufsätze und eine Zielvorrichtung an die Waffe anbringen. Momentan sind folgende Waffen verfügbar. Wir starten mit den Sturmgewehren. Das ist einmal die AK-117 bzw. AK-117. Dann haben wir die AK-47, die ASM-10, die BK-57, die LK-24, die M16, die M4 und die Typ 25. Bei den Snipern haben wir einmal die Arctis 50, die M21 EBR und die XPR 50. Bei den LMGs haben wir das M4 LMG, die RPD und die UL-736. Bei den MPs haben wir die AKS-74U, die Shikom, die PDW-57 und die MSMC. Bei den Schrotflinten haben wir einmal die BY-15, die HS-2126 und die Stürmer. Bei den Pistolen haben wir die J-358 und die MW-11. Und bei den Raketenwerfern haben wir die FHJ-18AA und die SMRS. Ausrüstungsgegenstände gibt es auch. Das sind einmal die Erschütterungsgranate, die EMP-Granate, eine Flashbang, eine normale Standardgranate, einmal die Semtex, eine Rauchgranate und eine Mine. Und was jetzt noch hinzukommt, ist, dass man seine Ausrüstung sogar personalisieren kann mit verschiedenen Tarnungen. Dies konnte man bis jetzt in keinem einzigen Call of Duty Game machen und ich rede hier nicht von Call of Duty Handyspielen, sondern Call of Duty Games auf allen Plattformen. Bilder aus dem Hauptmenü haben bereits gezeigt, dass es einen Battle Royale Modus und einen Zombie Modus für Call of Duty Mobile geben wird. Bis jetzt ist aber noch nicht bekannt, auf welcher Map der Battle Royale Modus spielen gibt. Es gibt folgende Möglichkeiten, entweder auf der normalen Blackout Map, auf der Alcatraz Map oder auf einer komplett neuen Map. Aber im Trailer sieht es mir eher danach aus, dass wir auf der normalen Blackout-Map spielen können. Wenn man jetzt die Augen des Zombies im Zombie-Modus betrachtet, fällt auf, dass dies die Augen aus Shadow of Evil aus BO3 sind. Kommen wir jetzt zu den Charakter-Skins. Charaktere können ebenfalls angepasst werden, bevor man in den Kampf zieht. Man kann Kopfbedeckungen, Rucksäcke, Kleidung wechseln. Momentan wurden folgende Charaktere für das Spiel bestätigt und das sind einmal Alex Mason aus BO1, David Section Mason
Jason aus BO2, Thomas A. Merrick aus Ghosts und John Soap McTavish aus MW1 und John Price aus MW1. Die Nuke ist ebenfalls zurück in Call of Duty Mobile, wenn man 30 Kills macht, wahrscheinlich dann ohne zu sterben, kann die Nuke aktiviert werden, jedoch wird das Spiel nicht beendet, wenn man die Nuke aktiviert, sondern das gesamte gegnerische Team stirbt und es geht einfach weiter. Momentan gibt es 3 Spielarten und das sind einmal Match, Rank Match und Private Match. Während Match der Ort ist, an dem die meisten Gelegenheitsspiele stattfinden, bieten Ranglistenspiele die Möglichkeit, während der gesamten Season ein Level aufzusteigen und je nach Level und Platzierung bessere Waffen, Bonus-XP und mehr zu verdienen. Außerdem bekommt man tägliche Login-Belohnungen. In der geschlossenen Beta reichen die Belohnungen von 10 Credits über neue Waffenvarianten bis hin zu Charakterskins. Das sieht auf jeden Fall so aus, als ob sich der tägliche Login wirklich lohnen würde, im Gegensatz zu BO4. Das Spiel besitzt sogar einen Battle Pass, einen Shop und Credits. Und das aktuelle Battle Pass System erinnert sehr, sehr stark an Fortnite oder PUBG. In der geschlossenen Beta hat man Zugang zu Premium Stream Inhalten, wo man pro Stufe gewisse Gegenstände freischalten kann. Und dann gibt es noch den kostenlosen Stream, wo die Gegenstände nicht so geil sind wie im Premium Stream und man ebenfalls nicht so viel bekommt im Vergleich zum Premium Stream. Wie man nun in diesem Bild sehen kann, gibt es auch COD-Punkte, die man in diesem Premium Stream bekommen kann, womit man sich dann im Shop neue Waffen, Ausrüstungen und Skins und so weiter holen kann, beziehungsweise freischalten kann. Da frage ich mich wirklich, warum gibt es sowas denn nicht in Black Ops 4? Warum kann man das nicht in BO4 integrieren? Und ich verstehe das nicht. In einem Call of Duty Handyspiel ist es integriert und dieses Handygame ist momentan in der geschlossenen Beta und da gibt es diese Funktion schon, dass man COD-Punkte in dem Stream freischalten kann. Da frage ich mich, warum geht das nicht in Black Ops 4? Black Ops 4 kostet 60€. Call of Duty Mobile im Vergleich dazu ist komplett kostenlos. Wie viel jetzt der Battle Pass kosten wird, das weiß ich nicht. Ich denke mal so 10€, 15€ oder irgendwie sowas. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und in BO4 gibt es diese Möglichkeit noch nicht. Da frage ich mich echt, was da eigentlich schiefgelaufen ist in BO4. Ich meine, das Handyspiel Call of Duty Mobile steht auch unter Activision, genauso wie BO4. Und irgendwas kann da nicht stimmen. Ich frage mich wirklich, was da los ist, warum das nicht in BO4 drin ist. Obwohl BO4 das Spiel ist, wofür man wirklich Geld bezahlen muss und Call of Duty Mobile, wie gesagt, einfach komplett kostenlos ist. Das verstehe ich einfach nicht. Naja, ist ja auch egal. Call of Duty Mobile hat 2 Währungen. Einmal die COD-Punkte, das ist das kreisförmige Symbol oben rechts und einmal die Credits, das ist das sechseckige Symbol. COD-Punkte werden mit echtem Geld gekauft, wer hätte das gedacht? Und wie bereits gesagt, durch den Premium Battle Pass kann man sich auch noch zusätzlich COD-Punkte verdienen. Credits bekommt man durch Aufsteigen in Matches und durch beide Battle Pass-Varianten, also einmal durch den kostenlosen Stream und einmal durch den Premium Stream. Credits können dazu verwendet werden, um Gegenstände im Store zu kaufen. Das sind beispielsweise legendäre Waffen. Call of Duty Mobile wird, wie gesagt, in den kommenden Monaten weltweit auf Android- und iOS-Geräten verfügbar sein. Wie gesagt, könnt ihr jetzt ins Play Store gehen und euch für die Beta vorregistrieren. Ich habe auch einen Link in der Beschreibung reingepackt. Dort könnt ihr euch einfach vorregistrieren, wenn ihr am PC seid. Wann die Beta aber in Deutschland startet, ist noch unbekannt. Aber ihr bekommt auf jeden Fall eine Mail, wenn ihr Zugang zu der geschlossenen Beta bekommt, wenn sie in Deutschland startet. Also macht das auf jeden Fall, falls euch dieses Spiel zusagt. Meiner Meinung nach finde ich das Game richtig geil. Für ein Handyspiel ein Battle Pass drin zu haben, ist richtig geil. Ich habe Gameplay gesehen vom Spiel, es sieht richtig geil aus. Falls ich das Spiel spielen kann, werde ich euch nochmal Gameplay zeigen und nochmal zusätzliche Informationen geben. So Leute, das war's mit den ganzen Informationen zu Call of Duty Mobile. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen und schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr von Call of Duty Mobile haltet und insbesondere auch im Vergleich zu BO4, weil ich meine, man bekommt COD-Punkte im Battle Pass, das Spiel ist kostenlos, BO4 kostet was, der Black Ops Pass kostet was und wir können keine COD-Punkte im Stream freischalten. Ich meine, das kann echt nicht wahr sein, oder? Auf jeden Fall, schreibt mir das mal in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen, ich lese mir die durch, wir können ein bisschen in den Kommentaren diskutieren und ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, haut rein und ciao.